So, hallo, wir machen weiter bei Things. Letztes Mal haben wir Mulligan beendet, dann das Yoshi-Level mal richtig gespielt, fast richtig gespielt, uns die Belohnung dafür geholt und dieses Level hier auch abgeschlossen. Also ganz schön viel passiert. So. Und jetzt ist hier Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was ist hier? Ach, das ist das Ding. Okay, das ist der Exit von der anderen Seite. Okay, das lassen wir ja erstmal, haben wir gesagt. Verstehe, da komme ich dann hier raus. Okay. Secret Passage. Dann spielen wir jetzt Secret Passage. Das scheint ein extra Exit zu sein. Da ist ein X daneben. You what? A ist B, B ist B, C ist X, D ist Y, E ist hoch, F ist runter. G ist rechts. Was? The secret you are looking for is in things.smc 2. At the end of any person. Type the passcode using your controller according to the guide. S means select. Ach so. Hä? Ist in things.smc2. At the end of any percent. Und dann muss man hier praktisch die Reihenfolge irgendwie drücken. Da ist dann wahrscheinlich ein, also das sind dann Wörter, habe ich verstanden. Und dann muss man entsprechend hier die Tasten drücken, entsprechend des Wortes. Yo, what? Aber was für... Moment. Was für Things.smc2? Ich gehe mal ganz kurz in meinen Things-Ordner. Ist da eine SMC2 dabei gewesen oder was oder wie? Nee. Also das Things-Ding selbst hat auf jeden Fall nur Things.smc. So. Dann gehe ich jetzt mal ganz kurz auf die Things-Seite selbst. Moment. So. Da. Und guck mal, ob dieser Sweet Dude irgendwo einen Link zu Things.smc2 hat in seinem Profil. Also man hat ja so viele Dateien, wie die hochgeladen haben, immer hat man ja Zeug. So. Da, Submissions, Files, Files, das brauche ich. Nee, Files gibt es nur dtp.bps und Things 25rc.bps. Keine Ahnung, was das ist. Dann gehen wir mal auf Submissions. Things.smc2, Boonies Island. Das ist ein Yoshis Island Hack. Say what? Mit 10 Leveln, das ist ein Kaizo-Hack. Ironischerweise wird das released, bevor Things 1 rauskommt. Ja, lol. Das ist ein Yoshi's Island-Hack. Und da ist dann das Passwort. What the heck? At the end of any person. Yo! Das ist einfach ein Yoshi Island Hack. Okay. Ja, aber dann, ja, der kam 2020 raus, also der ist schon gar nicht so alt.
Ja, dann lassen wir den erstmal, ne? Weil da komme ich jetzt noch nicht weiter. Okay, das heißt aber, dieser Mond hier, diesen Mond hier kriege ich nicht, wenn ich nicht den Yoshi's Island Hack spiele. Okay. Ja, gut. Ja, gut, müssen wir mal uns überlegen, was wir da machen. Die Ultimate Enemy. Spielen wir erstmal. Also, wir haben hier ja noch genug zu tun. Wir haben hier mehr als genug zu tun. Die Ultimate Enemy zum Beispiel zu spielen. Wer ist denn mein ultimativer Gegner? Scrolling ist mein ultimativer Gegner, das wüsste ich, aber das ist nicht hier gemeint. Kirby-Musik. Oh Lord, he coming. Wer ist coming? What the heck? What? Oh, er springt mir hinterher, oder was? Okay. Okay. Also ein Verfolgerlevel wahrscheinlich. Ja, okay, also ich darf halt nicht anhalten. Gut. Das kriegen wir hin. Ah, zu hoch. Ja, also da passt das Kirby-Lied auf jeden Fall ganz gut dazu. Das ist ja auch Gourmet-Race. In Race zu setzen, das in den Race des Gourmet-Race-Level-Video-Lied zu setzen, das passt auf jeden Fall. Oh lol, wie er auch spinjumpt. Nice. Der macht alles, was ich auch mache. Ach, Mensch. Mist. Okay, also ich darf. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich um ihn rum kann, so, ob das irgendwann mal notwendig. Nee, der erwischt mich sofort. Ja, nee, der erwischt mich sofort. Okay. Ist jetzt nicht wie die Schatten-Marios, denen man ausweichen könnte, sondern der erwischt mich einfach, wenn ich anhalte. Sobald ich irgendwie anhalte, erwischt er mich. Mist. Ach, ich darf da immer nicht normal springen. Nice. Ich habe nicht ganz verstanden, was alles passiert ist, aber das werden wir gleich noch eruieren müssen. Ach Mann, ich darf immer nicht. Ich meine, ich sehe doch die blaue Münze. Wieso springe ich denn normal? Mist. 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 Meine, was man auch machen könnte, wäre natürlich irgendein Video von dem Yoshis Hack zu suchen und da halt rauszufinden, was das Passwort ist. Aber weil, also sonst kriege ich ja hier nicht alle Monde. Ich müsste entweder diesen Yoshis Island Kaizo Hack spielen. Notfalls mit Save States. Und ansonsten wäre ich aufgeschmissen. Sonst kriege ich nicht alle Monde hier zusammen. Muss man ja nicht zwingend, aber ich würde schon gerne alles zeigen, was möglich ist. Mist. Aber haben wir noch genug Zeit, uns das zu überlegen? Ich muss. Irgendwas muss ich da hochwerfen, aber was muss ich da hochwerfen? Ach, den Typ, den ich da in die Hand bekomme, verstanden.
Da ist ein Viech, das was hochschmeißt. Ja, ja. Da ist ein Viech, was hochfliegt und den darf ich nicht killen an der Blase. Schon gecheckt. Ja, genau den. Nein! Okay. Also ein paar Blasen darf ich scheinbar doch erwischen. Der scheint mit mir zusammen anzuhalten. Jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich einfach stehen bleibe. Okay, er rutscht in mich rein. Hm, verstanden. Na, aber so, das ist in Ordnung. Die kann ich mitnehmen, die kann ich mitnehmen. Okay, die da nicht mehr. Und ich schätze, ich brauche den... Ich muss halt im Running Speed bleiben, sonst schaffe ich auch den nächsten Sprung nicht. Also es sind zwei Sachen, die mich dazu zwingen zu rennen. Ich schaffe die Sprünge sonst auch nicht, wenn ich nicht Running Speed habe. Insofern muss ich sowieso auch den Blasen ausweichen. Oh Gott. Auch ausweichen. Sonst schaffe ich den Schlüsselsprung nicht. Nein. Ja, weil ich dann eh nicht mehr rennen kann. Mist. Vielleicht kann ich ihn austricksen, aber nee. Huch! Nein! Da, da, da! Oh! Irgendwie habe ich es nicht mitgenommen. Irgendwie habe ich es nicht mitgenommen. Mist. Nein! Nein! Mist. Ach, komm schon. Nein, ach Mann, wie oft will ich denn an dem noch vorbeispringen? Geht doch. Rein da. So, jetzt nein. Das Ding ist ja, man wird sofort wieder schnell, sobald man so eine Blase berührt hat. Also die eine Blase berühren ist an sich nicht dramatisch. Aber ich finde... Ah. Ich komme dadurch trotzdem aus dem Konzept. Nein, nicht da rein. Das war so gut. Bis auf die letzte Blase war das so gut. Mist. Nein! Nein! Ja, und dann bin ich zu langsam. Das ist nämlich der Punkt. Ah. Etze! Ich dachte, ich treffe den. Ich war felsenfest überzeugt, dass der Sprung sitzt. Aber das ist der... Er saß nicht. Der Sprung saß leider nicht. Mist!
Yes! Und jetzt? What? Oh, wie? Hä? Was hätte ich denn... Hä? Was war da verlangt? Das habe ich nicht verstanden, was ich da tun sollte, aber wir werden es noch rausfinden. Schätze ich. Also da ist ein Schlüssel. Und dann kommt so ein Zaun, wo ich den reinschießen kann. Und dann muss ich aber... Ach, ich muss wahrscheinlich auf dem Schlüssel landen und mit dem Schlüssel wieder abspringen. Also ihn mitnehmen. Ja, okay. Weil dann ist oben wieder das On-Off gewesen. Also da muss ich wieder was hochwerfen. Ja, okay. Schlüssel in die Lücke werfen. Mist. Dann in der Lücke landen. Also auf dem Schlüssel, der in der Lücke gelandet ist, landen. Ach. Und dann mal gucken. Eieiei. Okay. Ach man, die Stelle ist so blöd. Dass ich da immer vorbeispringe. Nein, jetzt habe ich nicht damit gerechnet, dass ich treffe. Lol. Lololololol. Not like this. Nein. Like this auch not. Mist. No. Nein, ach Mann. Ich glaube, zur allgemeinen Entspannung gucken wir uns gleich noch ein anderes Level an. Und das dann beim nächsten Mal. Ja, und dann muss ich den mitnehmen. Eieiei, okay. Also es hat schon gepasst, wie ich es gesagt habe. Ich muss es nur noch umsetzen. Ich muss den tatsächlich mitnehmen. Auf ihm landen, mitnehmen. Na, das wird lustig. Komm. Ach, ich... Nee, komm. Neues Level. Wir gehen nochmal raus hier. Wir haben noch genug zum Spielen. Zum Beispiel den Darkstar Palace. Schauen wir nochmal, ob der angenehmer aussieht. These switches are screwed into the ground. Boon cannot pick them up. Okay. Red Stars are Insta-Death, ja, das wissen wir schon. No, I'm not giving you a passage timer. I believe in your ability to be able to count to three. What? Okay. Also da ich sie nicht mitnehmen kann, ja, kann ich einfach die Dings weiterdrücken. Die Lauftaste, weil ich nehme sie ja nicht mit. Hä? Oh, ach, der ist immer drei. Oh, okay. Nach 3 Sekunden geht's direkt weiter. Das ist ja sick.
darf man hier praktisch eh nicht anhalten. Ah, verstanden. Da muss ich hier zurück. Ja. Und dann, okay, ja, verstanden. Cooler Aufbau. Sehr cooler Aufbau. Und je mehr Münzen ich am Anfang hier in den Mannschaftdingern wegmache, umso besser komme ich nachher da durch. Mhm. Oh, der da unten wird mich ärgern. Jetzt, wo ich es weiß, dass ich die wegmachen muss, muss ich jetzt natürlich darauf achten, dass ich die unteren Reihen alle entferne. Ja, sehr gut. So nicht. Mist. Nice. Okay, hat gepasst. Hat gepasst. Ich bin nur leider dann abgerutscht. No, der ist der schlecht. Ja, der... der ist ein bisschen ungünstig an der Stelle gewesen. Okay. Nein! Ah... Okay, ich kann nicht sofort wieder abspringen. Das ist der Punkt. Ich muss kurz landen und dann kann ich wieder abspringen. Wie es halt auch normal ist, ne? Mit den... Also ich darf nicht sofort abspringen. Gut. Nein, was tue ich? Warum spinjumpe ich? Warum spinjump? Warum? Ja, da überhaupt nicht sinnvoll. Aber ich glaube, das sollte ich öfter machen. Einfach mal ein Level wechseln, wenn eins nicht so läuft. Dafür läuft es dann nämlich beim nächsten Mal wahrscheinlich gleich viel besser. Und dann habt ihr ein bisschen mehr verschiedenen Content und nicht nur ein Level, in dem ich ewig lang halt sitze. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache. Deswegen habe ich gespinjumped, weil da kürzere Sprünge möglich sind, logisch. Ey, wie oft will ich noch an diese Stachel da oben reinspringen? Gut. Gut. Ich glaube, ich kann auch nicht mal einen Peach-Jump machen. Nee, fühlt sich nicht so an. Als ob das eine Möglichkeit wäre. Ist es schon wie... Habe ich doch die ersten Male nicht gemacht. Wieso passiert das denn jetzt auf einmal? Ach, nicht schon wieder die Echtstachel da oben. Na... Drittes Mal in Folge... Nein, okay, da kommt der Midway. Nice. Kriegen wir hin. Da ist dann auch schon der Midway. Sehr schön. Das ist wieder eine sehr angenehme Länge. Also ich wette auch in dem... Lol. Ich wette auch in dem anderen Level, was wir gerade gespielt haben. Ich wette, nach diesem Schlüsselabschnitt kommt direkt der Midway. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie gesagt... Hat mich jetzt dann doch zu lang genervt. Aber ich dachte, jetzt wechseln wir erstmal. Und der Wechsel war auch sinnvoll. Weil hier werden wir auf jeden Fall den Midway schon mal erreichen. Sagen wir mal. Ich habe die Eigenschaft, Fehler zu machen, die komplett neu sind. Dafür mache ich den aber danach ständig.
Oha! Oh, die habe ich schlecht weggemacht, die Mancha. Täglich grüßt die E-Mail während der Aufnahme. Wow, zu schnell. Da habe ich ja tatsächlich ein bisschen Zeit eigentlich. Also da muss ich gar nicht so rumhetzen. Muss ja nur den erwischen und danach ist alles cool. Nein, was tue ich? Wow, wo? Ah, Shell Jump, okay, verstanden. Dafür ist die Shell da. Gut. Oh, die muss ich anders wegmachen. Ach, du Schande. Da muss ich wieder dran denken, dass ich diese eine Reihe da auf jeden Fall schön entfernen muss. Ah, falsch. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Übrigens, Musik, muss ich sagen, passt hier auch wieder ziemlich gut. Also, ups. Das ist immer wieder auch ein Level, wo ich sage, die Musik ist durchaus gelungen und passend irgendwie. So, die müssen weg. Sehr schön. Und dann einen Shell-Jump. Und dann haben wir's. Gut. Kriegen wir hin. Also den Midway werden wir in diesem Part auf jeden Fall noch auslösen. Und dann mal gucken, was danach kommt. Ich schätze nichts, was man in 10 Minuten mal eben schnell gespielt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah! Aber das jetzt halt war es ein Level, wo ich nicht sagen würde, ich möchte wechseln, ne? Also, da habe ich ja das Gefühl, dass ich durchaus was hinkriege. Anders als in dem anderen. So, das mit dem Schlüssel... Mit dem Schlüssel mitnehmen. Das kann noch ein bisschen warten. So. Ja, vor allem, solange wir genug anderes zu tun haben. Dann mache ich doch erstmal die Sachen, die schön sind. Und einfach. Machbar. So. Ich dachte, jetzt wird's was, aber es hat noch nicht sollen sein. Aber langsam kriege ich auch Hunger.
glaube, nach dem Part werde ich erstmal was essen. Warum auch immer ich das jetzt euch erzähle. So. Gut. Zack. Okay. Oh. So nicht. So nicht, so nicht, so nicht. Okay. Nein. So, nein, reicht nicht. Mist. Okay. Ach nö. Mist. Nein, wie? Wieso war ich jetzt so langsam? Das ist doch sonst nicht passiert. Ey, uns trennt nur noch ein Shelljump von allem. Uns trennt nur noch ein Shelljump von allem. So. Jetzt aber. Ja, ja, nice. Sehr schön. Okay. Gut, dann gucken wir mal noch rein hier. Aber ich denke, das ist ja eher was für den nächsten Part. Wie komme ich da hoch? Ich muss da... Da fällt irgendwas runter. Ich muss dahin zurück. Ich muss hierhin zurück. Irgendwas fällt da runter, was ich brauche. Irgendwelche Gegner oder keine Ahnung. Shells oder... Nee, Shells. Ja, doch, Shells könnten es auch sein. Aber irgendwas fällt da runter. So, und jetzt muss ich zurück. Aha! Die Dinger. Ich weiß nicht, ob das jetzt so einfacher wird. Oh je. Ah. Oh Mann, das ist so knapp. So, jetzt. Ja, und dann? Wie mache ich da? Oh. Wie mache ich dann weiter? Ich schaffe es zeitlich auf keinen Fall, da nochmal hin zurückzukommen, oder? Und dann erst loszulegen. Ich glaube nicht, dass ich das zeitlich schaffe. Vielleicht muss ich auch die nur so ein bisschen anteasern. Und nicht ganz. Weiß es nicht. Ja, das reicht. Okay, dann wahrscheinlich auf die schnell drauf. Puh. Das hat jetzt wieder nicht gereicht. Muss ich da wirklich so schnell hin und her? Uiuiui. Alter, nee, das... Das kriege ich nicht. Ich komme da nicht mehr hin zurück. Ich komme hin, aber ich komme nicht mehr zurück. Hä? Wie ist das gedacht? Was wollt ihr hier von mir? Was wollt ihr hier von mir?
Ich bin irritiert. Oder... Oh! Ich muss... Ja, doch, 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 doch. Gerade weil das so niedrig ist, ich muss die ersten... Ja, ich habe es, glaube ich, verstanden. Oh, okay, aber das macht es nicht angenehmer. Ich muss auf den ersten gleich drauf, dass der niedriger wird, dass ich dann da hinten durchkomme. Ich dachte jetzt, ich muss den erst später, aber ja, ich muss sofort drauf. Das würde Sinn ergeben zumindest. Also das wäre das Einzige, was jetzt realistisch erscheint vom Schaffbahn her. Ja, ja. Und dann nämlich so runterwärts, so dass ich mir gerade eben nicht den Kopf stoße an den Dingern. Eieiei. Genau. Genau so. Und dann wird es aber interessant. Dann wird es aber interessant. Zu viele darf ich auch nicht wegmachen. Yo. Bin ich jetzt fast ein bisschen schade, dass das nichts mehr mit dem P-Switch-Gimmick so richtig zu tun hat, sondern plötzlich eine ganz andere Schwierigkeit hier dazu kommt. Da hätte ich schon hochgemusst. Hm. Genau. Und dann einen drauf. Ja, okay. Hm. Ah, Mist. Also ich weiß, was ich tun muss. Das ist schon mal gut. Nein! So. Nein! Dann wieder zwei kaputt da unten machen. Und dann muss ich den letzten noch erwischen. Weil dann, sind eigentlich alle aufgebraucht. Also, es müsste so passen. Wenn ich dann noch einen zusätzlich brauche, weiß ich nicht, wie ich an den rankommen soll. Scheiße. Ja? Nein! Das ist was, was ich so schlecht kann. So zielsicher treffen und... Wieso kann ich sowas so schlecht? Das ist echt was, was ich nicht ganz verstehe, warum ich das nicht so gut kann. Einfach dann abzuschätzen, wo ist der, dass ich ordentlich auf dem landen kann. Weiß nicht, warum ich das nicht hinkriege. Nein! Hör doch auf zu versagen. Oh. Na, ich glaube, ich bin jetzt auch zu gestresst. Ich glaube, wir beenden den Part an der Stelle und machen das nächste Mal weiter. Wie wir das in dem Skelett-Level auch hatten. Ja, jetzt hätte ich nochmal hochgemusst. Und dann weiß ich aber auch nicht. Das wirkt so, als ob ich dann noch mehr von denen bräuchte. Wie geht denn das dann weiter? Geht denn das dann weiter? Da unten ist doch nur noch ein Platz für einen. Aber irgendwie sieht es nicht so aus. Es sieht aus, als bräuchte ich da noch mehr von den Dingern. Oh, ich hoffe nicht. Dann weiß ich wieder nicht, was ich tun muss. Scheiße. Wahrscheinlich nehme ich einen zu viel weg. Fürchte ich nehme eins. Oder es kommt dann irgendwas entgegen plötzlich. Das kann natürlich auch sein, dass da dann was kommt, was ich jetzt noch nicht sehe. Das wäre denkbar. Dass noch irgendeiner entgegenkommt oder so. Ja, das wäre denkbar. Okay, und dann darüber.
Okay, genau das meinte ich. Da kommt noch einer entgegen. Und das war das, was mich die ganze Zeit verwirrt hat, dass ich nicht wusste, wie soll ich da weitermachen. Okay, dann passt alles. Huiuiui. Trotzdem interessant, dass gerade die Stelle jetzt am schwierigsten ist, die gar nichts mit dem Level-Gimmick zu tun hat, ne? Das ist das, was ich meine. Finde ich ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Es geht ja eigentlich mehr um die Dinger hier. Der komplette erste Teil war wirklich nur Rätsel mit den Switches. Und jetzt kommt da dieser Abschnitt dazu. Der hat irgendwie mit dem Gimmick des Levels gar nichts zu tun. Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht so. Liegt aber halt einfach daran, weil ich es nicht kann. Nein! Nein, jetzt ist er nicht abgeschlossen. Nee, ich glaube jetzt auf Krampf hier weiterspielen wollen ist Quatsch. Wir machen hier Schluss und gucken uns das beim nächsten Mal genauer an. Danke fürs Zuschauen und tschüss.